Hallo zusammen, es ist Monatsende. Wir haben den 30. Juni. Wir haben 18.16 Uhr, wenn ich diesen Clip über den DAX anfange. Ja, Monatsende. Für morgen werden wieder die frischen Gelder erwartet. Ja, ob das immer so passt, weiß ich nicht. Aber gehen wir mal den DAX durch, was der jetzt so gemacht hat. Vor euch liegt der Chart eine Kerze, ein Tag. Und ich nehme den gleich mal ein bisschen näher ran, dass man das besser sieht. Interessant auch heute wieder, wir schließen erneut unter der 20-Tage-Linie. Wir waren am unteren Band. Die Tagesbänder sind schon wichtig. Und auch wenn der mal kurz drunter geht, wie zum Beispiel hier, wenn er drinnen schließt, ist das positiv zu werten. Ja? Das haben wir gemacht. Wir haben praktisch eine Punktlandung gemacht. Gleich bei dem 4-Stunden-Chart werden wir das näher sehen. Von mir ist hier nach wie vor nichts wirklich Großes. Ich habe hier eine Unterstützung bei 15.300, ich runde leicht, und den Widerstand bei 15.818, sagen wir mal. Es ist, das sind die beiden Punkte, da liegt das obere Band, hier bei 15.800, und das untere haben wir heute gesehen, wie gesagt, bei 15.466. Ich gehe gleich mal mit euch auf die 4 Stunden, weil das war heute echt interessant. Das sind die 4 Stunden. Wir sind heute Morgen gefallen und zwar heftig und nein, das hatte glaube ich nichts mit dem Fußball zu tun. Das waren die Arbeitsmarktdaten und einfach mal wieder ein bisschen Luft ablassen. Wir machen eine fette 4-Stunden-Kerze nach unten. Wir gehen sogar unter das 4-Stunden-Band. Wir touchieren, das hier ist der 200er gleitende Durchschnitt. Ja, der war, also der ist jetzt hier, der war heute Morgen, war der bei 15.484. Ich meine, das Tief war 15.459. Wir gehen runter, wir gehen wieder rein. MACD kurzfristig noch leicht negativ, Stochastik kurzfristig auch leicht negativ. Warum waren diese 15.483 so wichtig? Ich habe in dem Monat nur 2 Trades gemacht, der eine war irgendwie am Anfang vom Juni und das war heute der einzige, weil ich fand diesen Bereich von der 15.483, ich habe das auch geschrieben im DAX-Trader von Finanzen.net auf Facebook, da bin ich mal long gegangen. Und habe da mal so 70 Punkte mitgenommen, weil ich empfand das als eine sehr gute Unterstützung. Zum einen ist es das untere Band. Zum zweiten ist es auch ein schönes Chartniveau. Hier um diesen Dreh rum, das ist ein paar Mal bestätigt worden. Und es ist die 200-Tage-Linie. Und, Entschuldigung, 200er gleitende Durchschnitt. Und ich habe den hier. Wir haben also von dieser ganzen Bewegung hier, sind wir gerade mal wieder auf dem 61er aufgesetzt. Das war auch eine Unterstützung. Ich fühle mich gut damit, wenn ich möglichst viele Punkte, und jetzt schaut euch das mal hier an, da finde. Wie gesagt, Band, Fibo und der 200er gleitende Durchschnitt. Mir hilft das eine Menge. Also ich habe das halt da probiert. Ich sah nach dieser langen Bewegung nicht ein größeres Risiko, dass wir nochmal 200 Punkte drauflegen. Also heute nicht. Das gibt es, aber heute nicht. Jetzt sind die Dinger hier schon alle relativ tief, aber gehen nirgendwo irgendwie hoch. Und jetzt kann ich nämlich eins machen und kann mir mal anschauen, wie sind auf die letzte Bewegung die Fibos. Also ich kann mir vorstellen, dass wir so diesen Bereich 15.640 nochmal relativ schnell sehen. Da muss das weg hier. Dass wir den relativ schnell nochmal sehen. Aber dann ist das nichts anderes als ein Bounceback. Neue Trends entstehen erst hier über 15.800 oder unter 15.300. Vorher nicht. Aber das wäre jetzt aus Trader-Sicht, wäre das die Möglichkeit, dass wir das hier nochmal sehen können, 15.642. Insgesamt bleibt dieser Markt eher ein Trading-Markt. Das ist Endanleger im DAX, die, ja, ich möchte nicht sagen verzweifeln, aber die haben hier einfach nichts zu tun. Gehen wir nochmal auf die Stunde, um das nochmal ein bisschen einzugrenzen. Hier sind die Fibos von eben gezogen. Ne? Und auch das hier war ein schönes Signal, dass wir hier in der Stunde einen fetten Hammer hatten. Ja, da ist nichts nebendran, der macht das, was er soll. Der Kopf ist egal, schwarz oder weiß, völlig wurscht, geht unten raus, schließt in der Nähe des Kerzenhöchstpunkts. Das war zumindest dann so ein Signal, okay, hier kann man mal einen Long probieren. Nicht mit der Absicht, den 1000 Punkte mit hochzunehmen, sondern für 50, 70, 80 Punkte. Ich habe euch mal, also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass diese 15.800, das ist eine Macht. Ja, und da trauen sich auch nicht mehr so viele. Das bleibt weiterhin der Widerstand, die Make-or-Break-Line. Aber ich sehe momentan auch noch nicht, dass wir irgendwie auf 14.800 runtergehen. Ich glaube, wir werden hier einfach ein bisschen weiter rumspielen. Ich habe euch folgenden Schein mitgebracht. Und zwar ist das dieser hier, ein 15.221er. Nicht erschrecken, das ist ein 50er Hebel. 15.000, da muss ich das hier ein bisschen aufdröseln, 15.221, die Basis liegt hier.
Das ist für den Fall, dass wir wirklich nochmal hier hochgehen und uns vielleicht anschicken, die 15.800 rauszunehmen. Dann ist der Hebel auch nicht mehr so hoch. Aber er bietet mir gleichzeitig genügend Abstand, weil wenn wir unter die 15.300 fallen, muss das Ding raus. Also wenn wir hier minus 20 Punkte sind, muss das Ding raus und hat er genügend Platz für. Also deswegen bitte nicht erschrecken da mit dem Hebel. Ich habe noch nie eine Option nach dem Hebel ausgesucht. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das. Ich habe das noch nie gemacht. Ich werde es auch nicht tun. Gucken wir mal Short und bleiben wir gleich mal bei dem 50er Hebel. Ich bin der Meinung, dass wir hinter dieser 15.800, dass man da durchaus einen Put suchen kann für den Fall, dass wir hier unter die 15.300 gehen. Und der wäre mir jetzt also auch zu knapp, 15.844. Ich nehme mal den Hebel runter von 50 auf 40. Und das passt schon eher, es passt gut sogar. 15.926. Das ist die GH4BU8. GH4BU8. Das habe ich wohl lauter gar nicht die Wertpapierkennnummer von dem Call genannt, aber das mache ich dann gleich nochmal. Also die GH4BU8, das ist ein 15.926er Open-End-Schein. Der liegt also hier oben. Der ist für den Fall, dass wir die 15.300 rausnehmen. Jetzt gehe ich nochmal auf Long und hole nochmal den 50er. Nein, der hier war das, 15.221, das ist die GH6FER, Gustav Heinrich 6, Friedrich Emil Richard, das war der. Also aus Trading-Gesichtspunkten bleibt das hier spannend, Endanleger sehe ich hier momentan nicht. Ich finde nach wie vor die Aktien an sich hochinteressant. Ich hatte neulich einen Film gemacht zum Beispiel über Lufthansa, da habe ich gesagt, noch warten. Und jetzt muss ich schauen, wo ist der Chart hier, ich will da wenigstens mal so ein Mini-Update machen. Und die sind heute auch, der Film war irgendwo hier oben, die sind heute auch auf das 61,8er, die waren bei 9,20. Und auch ein Hammer. Und solche Hämmer gab es heute einige, zum Beispiel Deutsche Bank, ist auch einer. Die waren unter ihrem langen Trend, ja, das ist der Trend, den sie haben vom 2.3. letzten Jahres. Da waren die drunter, haben sich sensationell drüber gerettet. Also es gibt hier spannende Geschichten bei den Aktien, nicht immer nur das Seelenheil im DAX suchen. Ja? Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.